Ja, wir helfen unserem Feind. Warum tun wir das? Ich glaube, weil das alte Lager uns jetzt einfach scheißegal ist. Wir helfen den Wassermagiern, ihren Ausbruchsplan zu... Ja, wie dann nenne ich das jetzt. Zu verwirklichen. So, ich hab's rausgefunden. Und deswegen... Scheißen wir jetzt auf alles. Wir sind zwar ein Gardist des alten Lagers, helfen trotzdem unseren Feinden. Gut, wir wollen ja einfach nur noch raus. Also suchen wir jetzt die Fokussteine für die Wassermagier. Aber das seht ihr nach dem Intro. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic. Ja, wir haben uns den ersten Fokus geholt. Der Held hat ihn mit Milton aus dem Stonehenge geholt, das in der Nähe des neuen Lagers ist. Er hatte seine erste Begegnung mit Snappern und hatte auch seine erste Begegnung mit Untoten. Der Held hat sehr vieles gesehen, was er vorher noch nie gesehen hatte. Und deswegen waren die Eindrücke auch sehr, sehr erdrückend. Kurz darauf hat es jetzt geregnet, es regnet immer noch. Und der Held geht erstmal ins alte Lager, um sich auszuruhen, denn der Kampf war anstrengend und er musste erstmal verarbeiten, was er gesehen hatte. Untote, Skelette, die leben, oh mein Gott, wo sieht man das, bitte? Das sieht man so selten, dass man irgendwelche toten Mandeln sieht. Deswegen geht unser Held erstmal hinein in das alte Lager und ja, legt sich hin. Und schläft erstmal bis zum nächsten Morgen. Nachdem er das getan hatte, ging er auch wieder weiter auf seiner Reise, um die Fokussteine zu finden. Er wusste, dass er noch einiges lernen kann, aber er wollte erstmal diese Aufgabe beenden, bevor er irgendetwas noch lernt, was er für später gebrauchen könnte. Also ging er aus dem Lager gegangen und bewegte sich erstmal ums Lager zu und guckte nebenbei auf die Karte, wo er hin musste. Er war gerade beim alten Lager und sah, dass wenn er den Weg dort hoch geht, zum nächsten Fokus gelangen würde. So. Also ging er weiter zum Südtor, um dort den Weg weiterzugehen, der vom Lager wegführt. Denn er wollte ja schnellstmöglich zum nächsten Fokus gelangen und dort alle am schnellsten beisammen haben und zu den Wassermagiern zurückkehren. Er kam hinten beim Lager an und befolgte den Weg zum
Fokus. Er ging weiter und sah einen Gardisten, der da hockte. Er ging erstmal an ihm vorbei, doch merkte, dass er aufsteht. Hey, du! Wer, ich? Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Wenn ich du wäre, dann würde ich diesen Weg hier nicht weitergehen. Warum nicht? Du scheinst wirklich neu hier zu sein. Mann, hier geht es ins Orkgebiet. Die machen Kleinholz aus dir. Oh. Gern geschehen. Der Held hat ja schon gegen Orks gekämpft und wusste, dass sie stark sind, aber er sich auch verteidigen konnte. Deswegen ging er weiter, denn er musste ja zum Fokus gelangen. Aber er dachte sich, dass der Gardist sehr nett ist und bedankte sich bei ihm innerlich, dass er ihn gewarnt hatte. Er wunderte sich auch, dass das alte Lager so nah am Orkgebiet ist, weil das ist gewaltig nah. Die könnten ja ihn so überrennen, denn Orks sind auch nicht gerade wenige. Denn dort stehen schon wieder zwei rum. Und wenn da schon zwei rumstehen, sind hier auch noch mehr. Der Held ging erstmal hoch und erkundete den Weg. Auch abseits des Weges ging er einmal lang, um zu gucken, ob hier irgendwas Besonderes ist oder ähnliches. Er sah wieder einen Bluthund und es waren zwei. Der eine griff ihn schon an, außerdem machte er schnell klein, das andere kam schon angelaufen und den erledigte er ebenfalls. Nachdem er die beiden Bluthunde erledigt hatte, nahm er noch die Trophäen, also die Zähne mit und guckte weiter und sah eine Höhle. Er ging in die Höhle hinein, um zu schauen, ob hier irgendwas Besonderes ist. Doch nichts. Rein gar nichts ist hier drin. Und deswegen ging unser Held erstmal weiter. Zurück zu dem Weg und folgte ihm. Während er einen sehr schönen Ausblick aufs alte Lager hatte und auf die ganze Kolonie. Er sah das alte Lager, er sah das neue Lager dort hinten. Nur das Sumpflager war jetzt noch nicht zu sehen, weil die ganzen Bäume davor waren. Er guckte einmal über das ganze Tal und merkte schon, dass die Kolonie extrem groß ist, wenn das Ork-Gebiet auch noch mit drin ist. Er ging erstmal weiter und sah, dass auch das Ork-Gebiet ziemlich groß ist. Und er sah auch einen seltsamen Turm, den er noch nicht gesehen hat und der auch sehr komisch aussah. Auch dass hier vieles noch unerforscht ist, was er nicht kannte. Er ging erstmal weiter hoch und um der nächsten Ecke, kaum hat er über Orks geredet, waren dort wieder auch einer, der ihn angriff. Er verletzte ihn ein bisschen, aber es ging. Und unser Held ging erstmal weiter. Er ging weiter. Und doch immer auf der Hut, dass nicht irgendwie doch irgendwie Orks oder Tiere hinter der nächsten Ecke lauerten. Er zog schon wieder seine Waffe, aber ein Glück war hier nix, noch nix. Doch das änderte sich schnell, denn vor der Brücke war ebenfalls wieder ein Ork, der ihn auch wieder etwas verletzte, doch es ging. Der Held sah auch eine alte Ruine, wo er eben einmal gucken wollte, was es hier so gibt. Er sah eigentlich nur kaputte Häuser, kaputtes etwas. Es war einfach nur kaputt. Dort ging es vielleicht hoch, aber er dachte sich nichts bei, dass er da irgendwie was machen sollte. Deswegen ging er weiter und guckte noch weiter irgendwie und fand einen Schalter, den er betätigte. Er ging erstmal weiter und sah, dass der Boden fiel.
Und er hatte sich total erschrocken oder etwas. Und von dem Sturz hatte er auch einige Blessuren davon getragen und sah aber am Ende des Ganges wieder einen Schalter, den er wieder drückte, zur Hoffnung, dass nichts wieder auf ihn stürzt, aber nein, eine Art Fahrstuhl kam herunter. Er trank in der Zwischenzeit einen Heiltrank und ging auf den Fahrstuhl und wartete, bis dieser wieder hinaufsteigt. Als dieser wieder oben war, folgte er seinem Weg weiter und ging über die Brücke, denn dort soll anscheinend der Platz, Fokusplatz sein, wo damals die Magier die Barriere erschufen. Der Held ging hindurch und sah extrem viele Bluthunde. Den ersten vorne an der Brücke erledigte er und dann sah er schon das Übel. Er sah 3 Bluthunde. Die es natürlich jetzt auf ihn abgesehen hatten. Und natürlich ihn auch ordentlich verletzten. Das war halt nicht so toll. Er nahm ein Elixier der Heilung, nahm den Bluthunden ihre Zähne aus und ging erstmal in die Höhle, von wo die Bluthunde kamen. Vielleicht ist da ja was Besonderes. Er fand nur eine Tür, öffnete sie und dort drin war ein kleiner Raum mit einer Truhe, einem Spruchrolle. In der Truhe war ein Trank und ein Ohrkammer. Wofür sollte er den Ohrkammer brauchen? Er nahm ihn erstmal mit, denn er hatte ja den Götterhammer. Und ja. Und kaum war er aus der Höhle raus, griff ihn auch der nächste Bluthund an. Und auch dort war auch direkt ein neuer Bluthund hinterher. Und auch der verletzte ihn mit einem Hieb. Die Wunden klafften in seinem Fleisch. Und er musste wiedermals einen Heiltrank nehmen, um seine Wunden zu heilen. Jetzt sah er auch schon den nächsten Bluthund. Und immer mit mindestens einem Schlag trafen sie ihn. Und er war wieder vorsichtig und guckte, ob ein Bluthund um die Ecke ist. Und tatsächlich, der nächste wartet schon. Und dieser hat ihn ebenfalls wieder getroffen. Und sie machen auch erheblichen Schaden mit ihren Klauen. Was man gar nicht für möglich haltet, da unser Held ja eine Gardistenrüstung trägt. Wir haben noch 2 Heiltränke, um seine blutigen Wunden zu heilen. Und dort hinten sah er einen Riesen. Ein Riesen aus Stein. Er hatte da hinten ein Orkhammer gefunden. Aber er hatte doch schon einen Hammer, einen Götterhammer. Vielleicht bringt das ja was, mit einem Hammer auf Stein zu hauen. Und tatsächlich, es machte Wirkung. Der Steinriese zerfiel wie Staub vor seinen Füßen, als er ihn kaputt haute mit dem Hammer. Und kaum war er über der Brücke, sah er einen alten Freund aus dem Sumpflager. Nämlich Lester ist vor ihm. Hey, was machst du denn hier?
Ich bin im Auftrag der Wassermagier unterwegs. Ich suche magische Artefakte, sogenannte Fokussteine. Du bist auf der Suche nach den Fokussteinen? Das ist verdammt mutig. Saturas und die anderen Magier aus dem neuen Lager wollen damit die Barriere sprengen, die uns alle gefangen hält. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Das geht mir ähnlich. Aber erzähl, was führt dich her? Ich wäge gerade ab, ob es sich lohnt, der Festung einen Besuch abzustatten. Es gibt nämlich eine alte Urkunde, die ich gerne in meiner Tasche hätte. Andererseits ist es nicht ganz ungefährlich, dort hineinzugehen. Wie bist du eigentlich an den wandelnden Steinhaufen vorbeigekommen? Ich habe einiges von den Gurus gelernt. Vor allem ihre Magie erweist sich immer wieder als sehr hilfreich. Was ist das für eine Urkunde, die du suchst? In dieser Bergfestung lebte vor vielen Jahren der Lehnsherr dieses Landstriches. Ihm unterstanden das Land und die Minen. Er hatte natürlich, wie jeder Adelige, eine Urkunde über den Besitz. Und die werde ich mir holen. Aber solange die Barriere uns gefangen hält, nützt sie dir gar nichts. Das stimmt. Aber wenn die Wassermagier es doch schaffen, die Barriere zu zerstören, dann könnte die Urkunde wieder einiges wert sein. Wir könnten die Festung gemeinsam erkunden. Ein guter Vorschlag. Geh du voraus. Ich bleibe in deiner Nähe. Da Lester unseren Vorschlag einwilligte, uns zu begleiten, denn er wollte ja auch in die Festung, machten wir uns gemeinsam auf den Weg, um zu gucken, was uns dort in der Festung erwartet. Lester war Schritt und Tritt hinter uns und er hatte keine Probleme, uns zu folgen. Er kam direkt hinterher und kaum waren wir oben, waren schon wieder Gegner hinter uns. Nachdem wir erstmal uns wieder rumschlagen mussten. Die uns auch noch umkreisten und uns angriffen. Bevor wir uns die letzte annahmen, schmiss unser Held noch wieder zwei Tränke ein. Du bist fällig, Mistvieh! Und er machte den Rest mit. Sieh mal! Dort oben scheint der Fokus zu sein, den du suchst. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz. So einfach komme ich da nicht dran. Ja, sieht aus wie ein Fokusplatz, das stimmt sogar. Den haben wir schon von da hinten gesehen, den Fokusplatz. Und das ist wirklich eine Festung und sie ist in Stein gemauert. Du bist fertig. So. Und sie griff natürlich die Arten weiter an. Denn sie griffen uns auch weiter mit einer Tür an. Und wir haben noch weiter Lester ins Visier. Das gar nicht gut ist. Und die Harpien umkreisten uns. Kreisten sie jetzt uns oder eher Lester? Nee, sie umkreisten uns. Und sie hatten uns gewaltigen Schaden angerichtet. Jetzt konzentrierten sie sich auf Lester und Lester. Nein. Die nächste kam auch wieder bei uns an. Und ja. Die Harpien erledigten uns. Das ist unglaublich. Wir haben nicht gespeichert, ne?
Geil. Ist das toll. Finde ich cool. Nämlich nicht. Alter. Cool, ne? Finde ich nicht. Finde das überhaupt nicht cool. Um mich jetzt wieder durch die Bluthunde zu schnetzeln und alles. Das wird ein Spaß. Oh Gott, Alter, ich hasse Harpien, ne? Die sind erstens, dass sie fliegen und zweitens, dass sie einem mit ihren extrem viel Schaden machen können. Das ist eins, was ich richtig am Kotzen finde. Man kann mit Einhandwaffen extrem schnell angreifen, aber trotzdem weichen diese Viecher ständig aus. Sollten uns mal schlafen legen, weil ich weiß, dass es gleich wieder dunkel wird. Können wir mal nachgucken? Ja, 17.06 Uhr. Dann sind wir im Dunkeln wie bei unserem Sumpflager-Fraktionsteil. Im Dunkeln ist scheiße. Haben wir auch gemerkt und haben auch gemerkt, dass es extremst. Ja. Wie sollen wir sagen? Extrem scheiße ist und extrem Probleme bereitet. So. Haben wir wieder geschlafen. Jetzt geht's wieder zurück. Aber kaum, dass sich daran was ändern wird. Uns ein bisschen beeilen. Ach Gott, ne. Ach ja, mein Göttchen, ne. Lass dich auf jemanden fest verlassen. Ja, es ist wieder mal richtig super gelaufen. Ich hätte vor der Festung abspeichern sollen, eindeutig. Die Bluthunde sind nicht so mein Problem, aber ich hasse Harpien, ich hasse sie einfach. Ist einfach nur widerspenstig, die Viecher. Und die kreisen die einen immer, ne? Bluthunde sind ja noch wenigstens, die flüchten nach hinten hin und, ja, komm, steh auf. Hey, du. Wer, ich? Die Waffe, nein, ich, wenn ich du wäre. Oh. Ja. Danke. Wenn ich du wäre, würde ich da auch nicht hingehen. Ist richtig. So. Mal ein bisschen beeilen hier. Mann, Mann, Mann. Zack. Zack. Hopsala. Hoch da mit uns. Akrobatik bringt schon einiges. Das können wir mal schneller fortbewegen. Die Sprünge nach vorne finde ich jetzt. Der Bluthund hat uns immer noch nicht gemerkt. Zack. Nur weil wir Akrobatik benutzt haben. Zack. Oh, die ganzen Zähne mitnehmen. Zack. Direkt vor dem Blutung gesprungen und zwei Schläge und er ist tot. Als wir gesprungen sind, hat er uns angegriffen und dann muss ich getroffen. Das finde ich so geil. So. Eigentlich wollte ich ja. Hätte das alles gepasst, ne? Dann wären wir jetzt schon mit der Festung fast durch. Mhm. Hallo. Nimmst du mal den Hammer und tötest diesen Ork? Meine Güte, Alter.
sollst nicht die ganze Zeit springen, du sollst auch noch kämpfen. Das wäre echt super gewesen. Oh. Wie guckt da aus? Es ist unglaublich, dass wir vor unserem Level noch so wenig Leben haben. Wenn ich jetzt mal gucke, haben wir Leben 212. Nee, nicht 212. Wir haben jetzt 212. Wir haben insgesamt 232 Lebenspunkte. Das ist nicht viel. Das gibt dann noch mehr. Es gibt ja Elixiere, die. So, einmal hier drauf. Zack, perfekt. Da haben wir nämlich keinen Fallschaden. Trank. Ich glaube, ich sollte mal den. Tränke braune Magier in einem Besuch abstatten. Hier haben wir bestimmt einige Tränke, die mein Leben erhöhen oder sowas. Das fällt mir super. Weil ich habe extrem wenig Leben. Wenn ich ehrlich bin. So. Dann geht's weiter. Die Rest, die paar Bluthunde da killen wieder. Oh, ich hasse das. Wir haben schon extra 133 Stärke. Und trotzdem hauen wir diese Drecksviecher da nicht um. Zack, One Hit bei einem Bluthund. Was? Wenn ich jetzt zwei angreifen, habe ich eigentlich keine Lust drauf. Eins, der läuft doch gemütlich herum. Zwei. Zack. Habe ich den da hinten schon ausgenommen? Glaub schon, ne? Nee, habe ich nicht. Wenn ich ausgenommen habe, dann wird mir das nicht mehr angezeigt. Oh, die Bluten sind alle dood. Ich weiß gar nicht, gibt es Bluthunde eigentlich in Gothic 3? Weil ich habe die noch nie so in HD gesehen, die Bluthunde. Die sehen nämlich jetzt in diesem, so wie sie jetzt aussehen, ziemlich komisch aus, Bluthunde. Es sind irgendwie. Na gut. Fackel noch mitnehmen. Sehen ziemlich aus wie. Ja, du kannst das spätere Aussehen gar nicht deuten. Bei Nacht, beim Schattenläufer, klar. Siehst du, komplett. Das ist. Ja, der greift direkt an. Das ist ein Fehler. Jetzt gibt es ein Lag im Spiel. Zack. So, jetzt haben wir es bisher ganz gut geschafft. Mal gucken. Zack, der Bluthund hat falsch reagiert. Haben wir ihm auch schon mal die Zähne abgenommen. Ziehen wir schon mal die nächste Waffe. Ja, den angreifen wir nicht schlecht. So. Schon wieder einen Trank nehmen. Und ja, wenn ihr wisst, ob es Bluthunde in Gothic 3 gibt, könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben, denn ich bin ehrlich, ich habe Gothic 3 nur bis zur dritten Stadt gespielt. Also Habdun ist ja die zweite Stadt und dann Montera heißt sie, glaube ich. Ja, da, bis da habe ich gespielt. Einfach nur zu gucken, wie das Spiel so an sich ist. Und ja. Ne? Gut. Harpyon. Ich hasse Harpyon. So. Hallo, hey, Esther. Was machst du? Schlag mal ein bisschen mit mir. So. Jetzt gehen wir hoch.
Bevor wir bei den Harpien sind, speichere ich ab. Das hätte ich eigentlich gerade eben auch eben machen müssen. Weil die kamen glaube ich alle auf einmal gerade. Wie die Fliegen. Alle auf einmal. Das sind bestimmt irgendwas mit 10 Harpien, die da auf uns warten. So, jetzt speichern wir mal. Aber. Ja. Komm. Die paar Viecher können wir noch klatschen. Guck mal, ja, komm mal runter. Ja, du, ich muss höher liegen als die. Dann treffe ich die auch. Und die können mir nichts tun. Ja. Die lästern nicht. Immer nicht lästern, verdammt. Mein Gott, Alter. So. Jetzt haben wir schon mal ein paar Harpien. Sieh mal. Ja. Ja, das könnte der Fokus sein, ich weiß. Du bist fertig. Zack. Das war die zweite. Du bist fertig. Ja, jetzt greift. Warte, mich verarschen. Ja, greift mich da an. Allesamt. Drecksviecher. Oh. Ich sehe die doch an, verdammt. So. Nochmal einen vernünftigen Heiltrank nehmen. So nochmal einen vernünftigen Heiltrank nehmen. Jungs, ne. Nehmen die Waffe mal eben. Danke. Und dann lebe ich. Du bist ehrlich. So. Und jetzt von mir aus. Alter, komm da hin. Du bist fällig, Mistvieh. Alter. Hallo. Ah, ich sehe nichts, okay, in Ruhe. Ja. Genau das meine ich. Also meine lieben Freunde, wir werden das in der nächsten Folge hier mal, glaube ich, mal ein bisschen machen. Also, gut. Also, in der nächsten Folge geht's weiter. Also, bis dann. Das muss... Alter, das ging aber gerade direkt schief. Komplett die ganze Zeit gehen die Harpien auf mich. Die gehen auf mich! Ah, aber Lester ist auch keine große Hilfe bei diesem Gewehr. Ich weiß. Die kommen ja auch alle auf einmal und das ist behindert. Oh Mann, ey. Also, unser Held versucht, die Festung irgendwie auseinanderzunehmen. So, da sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich tierisch darüber freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst. Und aktiviert die Glocke. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen, denn ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ein Video von mir online kommt. Und ja, empfehlt mich weiter, teilt das Video und bis dahin sage ich tschüdele, haut rein, ich bin euer Herz und bis dann.